Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und die Hexen von Eastbourne. Die neuen Abenteuer. Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Christoph Hackenberg. Es war der 29. April vergangenen Jahres, als mein Freund Sherlock Holmes und ich schon am Frühstückstisch von einem aufgeregten, angehenden Klienten förmlich überfallen wurden. Er hatte sich offenbar an der guten Mrs. Hudson durchaus unhöflich vorbeigedrängt und stand unvermittelt mitten in unserem Wohnzimmer. »Ich bitte vielmals um Entschuldigung, meine Herren«, keuchte er immerhin, »aber die Angelegenheit duldet keine weitere Verzögerung. Es steht ein Leben auf dem Spiel und, was die Sache noch erschwert, es ist mein Leben.« Der leicht übergewichtige Herr mittleren Alters machte einen gehetzten Eindruck. Seine trüben Augen waren rastlos, seine Bewegungen hektisch, seine Kleidung ein wenig ungeordnet. Das blasse, schwitzende Gesicht starrte uns an mit dem Ausdruck tiefster Verzweiflung. Der runde Hut blieb entgegen jeder zivilisierten Begrüßungsformalität auf seinem Kopf. Ich war empört über dieses unangekündigte Eindringen, doch Holmes hielt mich mit einer entsprechenden Handbewegung zurück. »Da Sie wohl gezielt hierher gekommen sind«, begann er gegenüber unserem ungebetenen Gast, »wissen Sie ja, wer wir sind. Dürften wir umgekehrt ebenfalls erfahren, mit wem wir es zu tun haben?« »Verzeihen Sie, Mr. Holmes«, erwiderte der Herr, »mein Name ist Daryl Lennox aus Eastbourne.« »Sehr erfreut«, knurrte ich sarkastisch, fand aber sogleich wieder passendere Umgangsformen. »Dürfen wir Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten?« »Nein, nein, keine Zeit«, lehnte der Besucher sofort ab. »Sie müssen wissen, ich liege gerade im Sterben.« Holmes musterte den Mann abermals und befand dann mit ruhigem Ton: »Nun, Sie stehen hier aufrecht vor uns, Mr. Lennox. Ihr Ableben dürfte nicht unmittelbar bevorstehen. In diesem Falle würde ich aber ohne dies eher das Aufsuchen eines Krankenhauses empfehlen, obgleich Dr. Watson ein äußerst bemühter Arzt ist, der stets sein Bestes versucht.« »Danke, Holmes«, brummte ich beiläufig. »Sie verstehen nicht«, insistierte Lennox ungeduldig. »Ich sieche dahin.« »Sie siechen?« wiederholte Holmes fragend. »Bei Gott, ja«, rief unser Gast und nahm endlich den Hut ab. Zum Vorschein kam Abscheuliches. Sein überraschend weißes Haar war ihm offenbar büschelweise ausgefallen. Nur an wenigen Stellen waren kleine Inseln verblieben, was überaus seltsam aussah. An den kahlen Stellen hatten sich zudem offenbar Eiterbeulen oder Ähnliches gebildet, was mir freilich endgültig den Appetit auf das Frühstück verdarb. Holmes hob kurz die rechte Augenbraue, um dann abermals vorzuschlagen: »Sie brauchen ärztliche Hilfe, keinen Detektiv.« »Kein Arzt kann mir helfen«, behauptete Lennox mit Bestimmtheit. »Das ist ja noch gar nicht alles.« Er zog seinen Ärmel zurück, woraufhin ein unerfreulicher roter, nässender Ausschlag zum Vorschein kam. Dann zog er auch noch ein Hosenbein nach oben und präsentierte uns einen Unterschenkel, der den Anschein vermittelte, im Stadium der Verwesung zu sein. Die Haut verfärbte sich blau bis schwarz und schälte sich ab wie bei einer Schlangenhäutung. Vom medizinischen Standpunkt aus war dies alles, zumindest in dieser Kombination, einigermaßen ungewöhnlich. »Ich verfaule bei lebendigem Leibe«, rief Lennox. Holmes sah mich hilfesuchend an, doch ich musste eingestehen, derartiges nicht zu kennen. »Tut mir leid«, erklärte ich. »Es bedarf zwar zuerst einer sorgfältigeren Untersuchung, aber
Ich befürchte, dieses Krankheitsbild ist mir neu. Vielleicht eine kreative Kreuzung aus Beulenpest und Lepra? Holmes überging den unpassenden Scherz und wandte sich an Lennox. »Haben Sie das diagnostizieren lassen?« »Natürlich«, erwiderte er. »Die Ärzte sind ratlos. Aber es ist auch keine Krankheit, das weiß ich genau.« »Keine Krankheit?« meinte Holmes, der nun doch Interesse zeigte. »Was ist es dann?« Lennox zögerte einen Moment, dann brach es aus ihm heraus. »Es ist ein Fluch. Ich wurde verhext.« Ich begann zu lachen, doch Holmes mahnte mich mit einem rügenden Blick sofort zur Fassung. »Wer hat Sie verhext?« fragte mein Freund weiter und blieb dabei erstaunlich seriös. »Eine Hexe natürlich«, antwortete Lennox rasch. »Oder, um genau zu sein, eigentlich drei Hexen.« »Gleich drei Hexen«, warf ich spöttisch ein. »Da haben Sie sich aber eine Menge Feinde gemacht im Zauberland.« »Das ist kein Spaß, Dr. Watson«, entgegnete unser unglücklicher Besucher. »Die Sache ist ernst und dringlich. Ich sterbe. Ich benötige sofort Ihre Hilfe. Sie müssen die Hexen ausfindig machen und sie dazu bringen, den Fluch zurückzunehmen.« »Ich verstehe Ihr Anliegen«, sagte Holmes, »doch ich bin Detektiv, kein Hexenjäger. Vielleicht sollten Sie eher die professionelle Hilfe eines Dämonologen erbitten. Mir scheint, Mr. Jean-Baptiste de Saint-Clair müsste sich gegenwärtig noch in England aufhalten.« »Vergessen Sie es, Holmes«, flüsterte ich meinem Freund zu. »Saint-Clair befindet sich immer noch in der Psychiatrie.« »Wie bedauerlich«, murmelte Holmes, um sich dann wieder an Lennox zu wenden. »Haben Sie schon die Polizei kontaktiert, oder hat man Sie dort für verrückt erklärt?« »Ja, das heißt nein«, stammelte Lennox. »Es ist vielmehr so, ich bin die Polizei.« Holmes legte die Stirn in Falten. »Wie darf ich das verstehen?« »Ich bin selbst leitender Polizeiinspektor in Eastbourne«, erklärte Lennox. »Sieh da, Holmes«, kommentierte ich amüsiert. »Der verwunschene Patient entpuppt sich quasi als ein Kollege von Ihnen.« Mein Freund ließ sich nichts anmerken und setzte das Gespräch mit Lennox fort. »Nun, wenn das so ist, dann haben Sie doch bestimmt in Ihrem eigenen Fall bereits ermittelt, nicht wahr?« Der Polizist von der Ärmelkanalküste nickte. »Natürlich. Sobald ich sicher war, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Erkrankung handelt, wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Zunächst vermutete ich eine Vergiftung, doch dafür divergieren die Symptome zu sehr. Inzwischen fehlt mir jedoch die Kraft. Ich benötige Unterstützung, Ihre Unterstützung.« Holmes legte den Kopf zur Seite und dachte nach. Schließlich meinte er, »Nun gut, Inspektor Lennox, Ihnen ist doch gewiss klar, dass Dr. Watson und ich nicht unbedingt geneigt sind, an Hexerei zu glauben?« »Selbstredend«, antwortete Lennox sofort, »vor einer Woche hätte ich das auch von mir strikt behauptet. Jetzt nicht mehr.« »Wie dem auch sei«, setzte Holmes geduldig fort, »ich wäre bereit, Ihren Fall zu übernehmen, wenngleich ich der Hexenhypothese wenig abgewinnen kann. Ihre physischen Beschwerden sind zweifellos real und bedrohlich. Gut möglich, dass Fremdverschulden vorliegt, insofern gilt es, die Ursache und gegebenenfalls den Verursacher zu finden. Schließlich läge auch nur hier die Chance zur Heilung.« »Oder zur Aufhebung des Fluchs«, warf ich eifrig ein. »Wohin auch immer uns die Ermittlungen führen werden«, erwiderte Holmes, »wir werden es zur Kenntnis nehmen. Einstweilen würde mich noch interessieren, Inspektor, wie kommen Sie denn überhaupt zur Ansicht, dass Ihr Zustand das Werk von Hexen ist? Sie meinten, es wären drei Hexen gewesen. Bedeutet das, Sie kennen diese Personen?« »Ja, natürlich«,
bestätigte Lennox. Es sind die unheimlichen Schwestern. Morwenna, Kerenza und Tryphena, Pentreth. Diesbezüglich besteht für mich kein Zweifel. »Welch ungewöhnliche Namen«, murmelte Holmes. Währenddessen richtete ich eine naheliegende Frage an unseren nunmehrigen Klienten. »Wenn Ihnen die Täterinnen bekannt sind, warum haben Sie sie dann nicht verhaftet?« Nun ließ Lennox ein bitteres Lachen vernehmen. »Ach, wie könnte ich sie verhaften?« jammerte er. »Wegen der Straftat der Hexerei etwa? Wie sollte ich das beweisen? Auch fehlt jedes erkennbare Motiv. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu schaffen. Kein Ankläger und kein Richter würde mir glauben, das wissen Sie so gut wie ich. Auch deshalb bin ich hier.« »Und weshalb sind Sie so sicher?« setzte ich nach, »dass die genannten Damen für ihre Beschwerden verantwortlich sind?« »Weshalb?« wiederholte Lennox langsam. »Ganz einfach, weil sie es mir gesagt haben.« Auf meinen dringenden Rat hin begab sich unser neuer Klient sodann ins London Hospital. Da weder eine bekannte Krankheit noch eine erkennbare Vergiftung vorlag, würde man dort zwar keine nachhaltige Heilung initiieren können, doch zumindest würden die einzelnen Symptome behandelt und in ihrer Wirkung gelindert. Das langsame Sterben des Patienten war damit freilich nicht zu verhindern. Er hatte höchstens noch 2 Wochen zu leben. Holmes und ich machten uns in der Zwischenzeit umso eiliger auf den Weg nach Eastbourne. Wir bestiegen einen Zug der Brighton and South Coast Railway an der Victoria Station, der uns direkt nach Süden, in die Grafschaft Sussex, brachte. Eastbourne hatte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte federführend betrieben durch William Cavendish, dem 7. Earl of Devonshire, zu einem Seebad für die bessere Gesellschaft entwickelt. Sinnbild dessen ist das berühmte Pier, dessen Brücke vom Ufer aus gut 1000 Fuß ins Meer hineinragt. Weithin bekannt sind auch die weißen Kreidefelsen bei Beachy Head, wo die Klippen mehr als 500 Fuß senkrecht zum Wasser abfallen. Doch für derlei Sehenswürdigkeiten würden Holmes und ich während unseres Aufenthaltes wohl keine Zeit aufwenden können. Die Bahnfahrt dauerte lediglich 3 Stunden, was jedoch allemal ausreichte, um die Fakten des Falles zu ordnen, die zweifellos recht dünn waren. Bei allem Respekt unserem Klienten gegenüber, begann ich mit Bestimmtheit, aber Mr. Lennox dürfte aufgrund seines physischen Zustandes auch ein wenig die Geistesgegenwart verlieren. Er kann von uns schwerlich erwarten, dass wir einen Hexenfluch aufheben. Holmes lächelte milde. »Mein lieber Watson«, erwiderte er, »diesbezüglich gibt es keinerlei Meinungsunterschied zwischen uns, doch umso interessanter ist dadurch das Rätsel, das er uns vorgelegt hat. Wäre Mr. Lennox einfach verhext worden, so wäre auch die Lösung simpel. Unsere Aufgabe wird es nun sein, eine bessere, jedoch auch zweifellos kompliziertere Erklärung zu finden, und das binnen kürzester Zeit.« »Wie wollen wir also vorgehen?« fragte ich, da ich wirklich kaum Anhaltspunkte sah. »Zunächst wenden wir uns an den Kollegen von Lennox«, antwortete Holmes, »dessen Namen er uns aufgeschrieben hat. Inspektor...« »Inspektor LaSalle«, ergänzte ich rasch. »Richtig, LaSalle«, bestätigte nun auch Holmes. »Wir müssen uns ein Bild von Lennox machen, von seiner Person, seiner Umgebung und etwaige Feinde eruieren. Und dann wären da natürlich noch die 3 Schwestern, die uns genannt wurden. Diesen müssen wir auf den Zahn fühlen.« »Auf den Hexenzahn«, scherzte ich übermütig. »Es ist keineswegs auszuschließen«, setzte Holmes unbeirrt fort, »dass die 3 Damen etwas mit der Sache zu tun haben. Lennox ist schließlich Polizist, er wird keinen gänzlich unbegründeten Verdacht äußern. Sollte sich dieser erhärten, so
stellen sich die Fragen nach dem Motiv und der Vorgehensweise. Nur so wird eine Überführung und nur so wird eine Heilung möglich sein. Ich legte unwillkürlich die Stirn in Falten. Aber wenn sich nichts erhärten lässt, gab ich zu bedenken, dann tappen wir im Dunkeln, gestand Holmes und blickte teilnahmslos aus dem Fenster. Alsbald erreichte der Zug seine Endstation in Eastbourne. Auch der Bahnhof war erst kürzlich aufwendig neu erbaut worden, nicht allzu groß, aber stilistisch eindrucksvoll, mit einem markanten Uhrturm über dem Haupttor. Es gab wenig Betrieb, denn die Vielzahl der Gäste würde erst im kommenden Monat, im Mai, regelmäßig hier eintreffen. Die Stadt befand sich noch knapp vor der Hauptsaison, doch waren überall Vorbereitungen darauf zu bemerken. Wir schlenderten zu Fuß vom Bahnhof, der sich ein wenig nördlich des an der Küste liegenden Zentrums befand, in die Innenstadt, wo wir umgehend auf der Polizeistation vorstellig werden wollten. Auch dort herrschte noch die Ruhe vor dem Sturm, weshalb uns Inspektor Lazelle sofort empfangen konnte. Er hatte uns offensichtlich sogar erwartet. »Ah, willkommen, meine Herren«, begrüßte er uns. »Sie müssen die Hexenjäger aus London sein.« Ich muss gestehen, mir blieb der Mund offen. Lazelle war optisch und auch im Gehabe ein erstaunliches Ebenbild unseres Freundes Inspektor Lestrade. Holmes ließ sich jedoch nichts anmerken. »Guten Tag, Inspektor«, erwiderte er. »Ich bin Sherlock Holmes und dies ist Dr. John Watson. Die Berufsbezeichnung lautet jedoch vielmehr beratender Detektiv.« »Nur ein kleiner Scherz, Mr. Holmes«, erklärte Lazelle. »Nichts für ungut.« »Darf ich aus Ihrer Bemerkung schließen«, fragte Holmes, »dass Sie für den Verdacht Ihres Kollegen wenig Verständnis haben?« Lazelle lachte auf. »Das ist milde formuliert«, bestätigte er. »Wenn Sie mich fragen, dann hat Lennox den Verstand verloren. Oder glauben Sie etwa an Zauberei?« Holmes schüttelte den Kopf. »Keineswegs. Wir sind hier, um die Wahrheit herauszufinden. Diese verorten wir durchaus in der realen Welt wissenschaftlicher Tatsachen.« »Schön zu hören«, erwiderte der Inspektor. »Sie müssen wissen, das ist auch für mich nicht einfach. Lennox und ich sind seit langem Kollegen. Er war immer ein hervorragender Polizeibeamter. Engagiert, kompromisslos, vorbildlich. Ein angesehener Mann, voller Tugenden.« »Ein Mann ohne Feinde?«, fragte Holmes. »Nur unter Kriminellen«, stellte Lazelle entschieden fest. »Wer eines Verbrechens überführt und deswegen ins Gefängnis kommt, zeigt sich selten einsichtig, geschweige denn dankbar. Aber das wissen Sie ja sicher selbst zur Genüge.« Holmes nickte zustimmend, denn mit Rachegelüsten überführter Verbrecher hatten wir in der Tat so manche Erfahrung gemacht. Dann brachte er die mutmaßlichen Verdächtigen zur Sprache. »Was ist mit diesen Pentreath-Schwestern, die uns Lennox als potenzielle Übeltäterinnen genannt hat? Was können Sie uns über diese sagen? Liegt etwas gegen sie vor?« Der Inspektor verneinte mit einer Kopfbewegung. »Soweit ich es überblicke«, berichtete er, »handelt es sich um gesetzestreue Bürgerinnen, seit sie nach Eastbourne gezogen sind. Das war allerdings erst vor einem Jahr. Haben sie sich aus strafrechtlicher Sicht absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Gewiss, sie leben zurückgezogen und mögen mitunter einen recht seltsamen Eindruck machen, aber das ist ja nicht verboten.« »Glücklicherweise«, flüsterte ich Holmes neckisch zu, »denn sonst hätte man sie auch schon gelegentlich verhaften müssen.« Ohne seinen Blick von Lazelle abzuwenden, stieß mir mein Freund verdientermaßen den Ellenbogen in die Seite. »Konzentrieren Sie sich, Watson«, mahnte er mich, um sich dann wieder unserem Gegenüber zu widmen.
Können Sie das näher ausführen? Inwiefern sind die Damen denn seltsam?« »Es handelt sich um noch junge Frauen«, begann der Inspektor, »etwa Mitte 20, doch offenbar bereits Vollwaisen. Das ist wohl der Grund, warum sie zusammenleben. Sie vermeiden soziale Kontakte, nehmen am gesellschaftlichen Leben in Eastbourne, und davon gibt es viel, wie Sie wissen, nicht teil. Ihr Einkommen bestreiten sie durch das Sammeln und den Verkauf von Heilkräutern. Auch mischen sie Tinkturen, Salben und angebliche natürliche Arzneimittel zusammen, die gegen verschiedene Beschwerden helfen sollen. Außerdem bieten sie Heilsteine und Talismane an.« »Quacksalberei«, rief ich sofort. »Kein Wunder, dass man sie für Hexen hält.« »Unterschätzen Sie diesen Geschäftszweig nicht«, entgegnete LaSalle. »Es gibt genug Menschen, die der Schulmedizin misstrauen und stattdessen auf solcherlei Mittel schwören. Meine eigene Frau gehört auch dazu.« »Aber Inspektor Lennox zählte wohl nicht zu den Kunden der drei Damen«, vermutete Holmes. »Nein, natürlich nicht«, antwortete LaSalle. »Er nahm dieses Gewerbe nicht weiter ernst, belächelte eher die Leichtgläubigkeit der Menschen. Irgendwelche Konflikte gab es trotzdem nicht, denn rechtlich war und ist alles korrekt.« »Ich verstehe«, meinte Holmes. »Nun gut, dann werden wir jetzt einmal die Damen, Pentreath, aufsuchen und sie zur Angelegenheit befragen.« Das Haus der Schwestern lag in der Seaside Road, nur wenige Gehminuten entfernt. Inspektor LaSalle hatte uns die Adresse gegeben und den Weg beschrieben, war jedoch in seinem Büro verblieben. Als Holmes und ich an der fraglichen Hausnummer ankamen, verstand ich umso mehr, dass manch einer gegenüber den jungen Damen skeptisch war. Inmitten der Frühlingssonne machte das Gebäude einen erstaunlich düsteren, wenig einladenden Eindruck. Es war offenkundig renovierungsbedürftig, die Fensterläden geschlossen, der Vorgarten ungepflegt und teilweise versandet. Fast hätte man annehmen müssen, dass hier schon länger niemand mehr wohnte. »Sind wir hier bestimmt richtig?« zweifelte ich dementsprechend, als wir am niedrigen, verrosteten Gartentor standen. »Ganz sicher«, erwiderte Holmes. »Oder hätten Sie etwas anderes als ein Spukhaus erwartet?« »Sehr komisch«, attestierte ich und lud meinen Freund mit einer Handbewegung ein, tunlichst voranzugehen. »Bitte nach Ihnen.« Holmes zögerte nicht. Entschlossenen Schrittes ließ er Tor und mich zurück und bahnte sich seinen Weg zur Haustür. »Haben wir eigentlich einen Plan?« rief ich ihm nach, und Holmes antwortete ruhig: »Ich schon.« Ein wenig widerwillig folgte ich ihm mit Respektabstand, weshalb Holmes schon angeklopft hatte, als ich ebenfalls vor dem Eingang eintraf. Zunächst schien im Inneren völlige Stille zu herrschen, dann hörten wir doch Schritte, die sich langsam näherten. Als die Tür geöffnet wurde, stand vor uns eine junge Dame, vielleicht 25 Jahre alt, mit langen roten Locken und in einem schwarzen Hauskleid, durchaus eine hübsche und zierliche Erscheinung, mit einem äußerst blassen und geradezu makellosen Gesicht. Falls es sich um eine Hexe handelte, so war sie gut getarnt. »Sie wünschen?« fragte sie, während sie uns von oben bis unten musterte. »Guten Tag«, erwiderte Holmes. »Sind wir hier richtig bei den Schwestern Pentreath?« »Über die Richtigkeit wird noch zu befinden sein«, meinte die Frau. »Aber ja, ich bin Morwenna Pentreath. Was kann ich für Sie tun?« »Mein Name ist John Deacon«, sagte Holmes, ohne mit der Wimper zu zucken. »Ich befinde mich mit meinem Freund, Mr. Roger Taylor, zu Erholungszwecken hier in Eastbourne.
Unglücklicherweise hat Mr. Taylor seit gestern erhebliche Probleme mit seiner Verdauung. Er verbringt inzwischen mehr Zeit auf der Toilette als an der frischen Luft. Das ist unerfreulich, stellte Morvena fest und beäugte mich misstrauisch, weshalb ich mich bemühte, einen kranken Eindruck zu vermitteln. Und Sie kommen hierher, um Ihrem Freund Linderung und Gesundung zu verschaffen, wie ich annehme? So ist es, bestätigte Holmes. Sie müssen wissen, Mr. Taylor hält nichts von Schulmedizin und chemischer Pharmazie. Er hat sogar geradezu panische Angst vor Ärzten, die seiner Meinung nach lauter Scharlatane und Dummköpfe sind. Daher sind wir einer alternativen Empfehlung gefolgt und möchten Sie vertrauensvoll um Rat bitten. Ich verstehe, erwiderte Morvena. Darf ich erfahren, wer unsere Dienste empfohlen hat? Natürlich, antwortete Holmes. Es war Mrs. Lazell. Die meinte, sie sei regelmäßige und zufriedene Kundin bei Ihnen. Diese Auskunft schien zu genügen, denn nach kurzem Zögern nickte die junge Frau und trat beiseite. In Ordnung, dann kommen Sie doch herein, meine Herren. Sie führte uns durch das mäßig beleuchtete Vorzimmer in einen Salon, der ebenso nur von schwachem Licht beschienen wurde. Uns wurden Stühle an einem runden Tisch zugewiesen und wir setzten uns. Völlig unvermittelt trat Morvena hinter mich und legte mir ihre Handflächen links und rechts an die Schläfen. Dabei schloss sie die Augen und murmelte ein paar Worte, die mir gänzlich unverständlich waren. Was machen Sie da? Fragte ich unsicher. Ich bitte um Stille, forderte Morvena. Ich muss mich konzentrieren. Nur so ist es mir möglich, Ihren Schmerz aufzunehmen. Sie wollen meine Beschwerden doch nicht etwa einfach wegzaubern, setzte ich dennoch nach. Tut mir leid, Mr. Taylor, entgegnete die seltsame Dame, aber das ist nicht möglich. Sie werden doch nicht an Hexerei glauben. Nein, ich eruiere lediglich die innere, tiefere Ursache Ihres Leidens, um so dann das richtige Heilmittel zusammenzustellen. Und jetzt Ruhe, wenn ich bitten darf. Morvena nahm wieder ihre eigentümliche Tätigkeit auf, wobei ich mich einigermaßen unwohl fühlte. Holmes gab mir jedoch mit einem eindringlichen Blick zu verstehen, dass ich mitspielen sollte. Der Vorgang dauerte fast eine Minute. Dann ließ die junge Frau von mir ab. »Warten Sie hier«, befahl sie und verließ den Raum. Im nächsten Moment erschien eine ihrer Schwestern mit einem Tablett in der Hand. Sie war beinahe ein Ebenbild von Morvena, stellte sich aber als Carenza vor, während sie uns für die Wartezeit einen Kräutertee servierte. Dann verschwand auch sie wieder. Da wir kurz alleine waren, wandte ich mich an Holmes. »Scharlatane und Dummköpfe«, flüsterte ich empört, »sie beleidigen meinen Berufsstand.« »Bleiben Sie in Ihrer Rolle«, ermahnte mich Holmes. »Sie könnten sich ruhig ein bisschen leidgeprüfter geben.« »Das wäre nicht einmal gelogen«, murmelte ich und schnitt eine schmerzerfüllte Grimasse. In diesem Moment kehrte jedoch Morvena zurück und ich setzte sofort wieder einen normalen Blick auf. »Ich habe hier, was Sie benötigen«, erklärte sie und stellte eine kleine Dose vor mir auf den Tisch. »Darin befindet sich Ihr Heilmittel. Nehmen Sie es oral ein, am besten mit Ihrem Tee, aber immer nur eine kleine Prise.« Mit diesen Worten löffelte sie mir bereits eine Messerspitze in meine Tasse und forderte, »Trinken Sie, Mr. Taylor, 3-mal am Tag. Dies ist Nummer 1. Schon in spätestens 24 Stunden sollte es Ihnen besser gehen.« Ich zögerte, da ich einerseits ja keine tatsächlichen Beschwerden hatte, andererseits wusste ich nicht, was mir eigentlich vorgesetzt wurde.
Doch Holmes forderte mich mit einem Kopfnicken auf, der Anweisung nachzukommen. Ich musste mich unweigerlich fügen und nahm einen zaghaften Schluck aus meiner Tasse. »Austrinken?« befahl Morwenna mit strenger Miene. »Sie wollen doch gesund werden?« »Durchaus, aber was ist das?« fragte ich vorsichtshalber. »Ein Geheimrezept«, antwortete unsere Gastgeberin. Holmes übernahm das Gespräch, um noch ein wenig nachzuforschen. »Von Arzneimitteln verstehen Sie ohne dies nichts, Mr. Taylor. Aber ich bin Chemiker von Beruf. Sagen Sie, meine Dame, Sie mischen Ihre Heilmittel selbst zusammen?« »Selbstverständlich«, erwiderte Morwenna. »Sie werden präzise auf den jeweiligen Kunden abgestimmt. Kein Mittel ist wie das andere. Es braucht tiefes Wissen und lange Erfahrung, um erfolgreiche Therapien umzusetzen.« »Darf ich fragen«, setzte Holmes fort, »woher Sie dieses Wissen haben? Sie und Ihre Schwestern sind schließlich noch überaus jung.« »Von unserer Mutter«, antwortete Morwenna. »Es handelt sich um Familiengeheimnisse. Seit ihrem Tod führen wir das Geschäft fort.« »Aber erst seit kurzem in Eastbourne wurde mir gesagt«, stellte Holmes fest. Die junge Frau nickte. »Das ist korrekt. Unsere Familie stammt eigentlich aus dem Südwesten, aber hier in Eastbourne gibt es wesentlich mehr potenzielle Kundschaft.« »Ich verstehe«, meinte Holmes. Doch bevor er weitere Fragen stellen konnte, erschien die jüngste der Schwestern, Tryphena, im Raum. Sie wies ebenfalls eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu ihren Verwandten auf und trug eine schwarze Katze am Arm. »Oh, Verzeihung«, sagte sie, als sie uns sah. »Ich wusste nicht, dass Kundschaft im Haus ist.« »Keine Sorge, Tryphena«, erwiderte Morwenna, »die Herrschaften wollten gerade gehen.« Holmes verstand, dass wir nun hinaus komplimentiert wurden, und erhob sich. Ich tat es ihm gleich. Während mein Freund die nicht unerhebliche Rechnung beglich, betrachtete ich an der Wand ein Gemälde, das offenbar einen christlichen Heiligen zeigte, der mir nicht auf den ersten Blick erkennbar war, doch ganz unten las ich schließlich den kleinen Schriftzug. »St. Stephen«. Tryphena bemerkte mein Interesse. »Das ist unser Schutzpatron«, erklärte sie und streichelte ihre Katze. Ich nickte der jüngsten Schwester lächelnd zu und ließ mir nicht anmerken, dass ich diese Aussage nicht in einen Kontext bringen konnte. Dann nahm mich Holmes am Arm. »Kommen Sie, Mr. Taylor«, sagte er, »Sie benötigen gewiss etwas Ruhe. Außerdem wollen wir Sie zur Vorsicht wieder in der Nähe sanitärer Einrichtungen einquartieren.« Wir bedankten uns nochmals bei Morwenna und verließen das Haus der Pentreth-Schwestern, um uns auf den Weg zu jenem Hotel zu machen, in dem uns Inspektor LaSalle in der Zwischenzeit, wie vereinbart, ein Zimmer reserviert hatte. Es war abermals kein allzu langer Fußmarsch. Von der Seaside Road gingen wir weiter gen Süden, zum Meer, wo wir bald auf die breite Uferpromenade stießen. Beim Brückenkopf des Piers wandten wir uns nach links. Am Strand zu unserer Rechten wurden die Vorbereitungen für den kommenden Besucheransturm getätigt. Auch die Möwen, die den Urlaubern gerne die Picknickkörbe streitig machen, waren schon da und kreisten krächzend und lauernd über unseren Köpfen. »Danke nochmals, Holmes«, begann ich, »dass Sie mich als Mediziner und den gesamten Ärztestand ins Lächerliche gezogen haben bei Ihrem bizarren Schauspiel. War das wirklich nötig?« »Das war es«, erwiderte Holmes ungerührt. »Wir mussten das Vertrauen der Schwestern erlangen, weshalb wir uns ja wohl kaum als Detektive aus London vorstellen konnten, die sie einer kriminellen oder magischen Untat überführen wollen.
Außerdem denke ich, dass meine Improvisation durchaus gelungen war. Sie hätten allerdings ein bisschen engagierter den leidenden Patienten spielen können. Glauben Sie mir, versicherte ich, ich habe gelitten, wie immer. Aber nun, sagen Sie mir, hat es sich denn ausgezahlt? Welche Erkenntnisse nehmen wir aus dem Haus der Penrith-Schwestern mit? Holmes hielt inne und sah mich an. Ich weiß noch nicht genau, was es wert ist, gestand er. Doch Erkenntnisse gibt es. Sie erinnern sich an die Sprüche, die Morwenna während ihrer Untersuchung murmelte. Nun, das war wohl nichts als Kauderwelsch, vermutete ich. Irrtum, mein lieber Watson, belehrte mich Holmes sofort. Es war Kornisch, eine alte keltische Sprache, und da ist mir auch wieder eingefallen, woher ich diese eigenartigen Vor- und den Nachnamen kenne. Sie sind ebenfalls Kornisch. Alles deutete darauf hin, dass die jungen Damen aus Cornwall stammen. »Aus Cornwall«, wiederholte ich. »Gute Güte, dann sind es wohl doch Hexen.« Holmes schüttelte den Kopf. »Ach, Watson«, tadelte er mich und nahm den Weg wieder auf. »Lassen Sie doch solche Scherze. Ich dachte, unser jüngster Ausflug nach Wales hätte Sie gelehrt, das keltische Erbe Britanniens ein wenig respektvoller zu betrachten.« »Entschuldigung«, erwiderte ich kleinlaut, denn Holmes hatte nicht Unrecht. »Außerdem war ich noch nicht fertig«, setzte mein Freund fort. »Sie haben doch auch das etwas geschmacklose Heiligengemälde im Salon betrachtet, nicht wahr?« »St. Stephen stand darauf geschrieben«, berichtete ich. »Vermutlich der heilige Stephanus der Jerusalemer Urgemeinde, erster Märtyrer des Christentums oder doch Stephan der Erste, Bischof von Rom?« »Weder noch«, verbesserte mich Holmes umgehend. »Diese Beschriftung haben Sie leider falsch gedeutet, mein lieber Watson. Vielmehr handelt es sich um eine Darstellung von St. Piran, wie man anhand der mitgeführten Flagge, ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund, erkennen konnte.« »Der heilige Piran? Nie von ihm gehört?« musste ich eingestehen. »Seine Prominenz ist auch geografisch begrenzt«, erklärte Holmes. »St. Piran ist der Schutzheilige des kornischen Volkes, womit wir wieder bei Cornwall wären.« »Ja, aber die falsche Beschriftung mit St. Stephen«, gab ich zu bedenken. »Was hat das zu bedeuten?« »Das ist kein Fehler«, erwiderte Holmes, »sondern eine Ortsbezeichnung. Wenn ich mich nicht täusche, so gibt es in Cornwall allerdings mindestens 3 Ortschaften dieses Namens.« »Und aus welcher stammt nun das Gemälde?« fragte ich. »Und damit die 3 Schwestern?« Holmes überlegte kurz. Dann stellte er fest, »Es wird St. Stephen in Branwell sein, zentral in Cornwall gelegen. Die anderen beiden liegen hingegen unmittelbar an der Grenze zur Grafschaft Devon, sind daher längst vollständig anglisiert. Dort hat die englische Sprache schon im Mittelalter das Kornische verdrängt.« »Aber die kornische Sprache ist doch generell ausgestorben«, warf ich ein, »schon vor 100 Jahren.« »Ja, als Umgangssprache der Bevölkerung«, bestätigte Holmes. »Die Penrith-Schwestern beschäftigen sich jedoch mit traditioneller kornischer Medizin. Daher ist es nur naheliegend, dass sie generell Geschichte, Bräuche und teilweise auch die alte Sprache Cornwalls zu bewahren gedenken. Wir würden dasselbe tun, wenn sich in England in Zukunft die französische Sprache durchsetzt.« »Französisch«, rief ich, »damit macht man keine Witze.« »Bien sûr, mon ami«, entgegnete Holmes, »oder vielleicht das Deutsche, eine wunderbare, geistreiche, oft unterschätzte Sprache großer Dichter und Philosophen. Damit könnte ich eigentlich gut leben, wenn ich es mir recht bedenke.« »Jetzt gehen Sie aber zu weit«, protestierte ich gegen solcherlei Vorhersagen. Holmes überlegte einige Sekunden, dann meinte er, »Vielleicht haben Sie recht, Watson. Viel wahrscheinlicher ist, Logik vorausgesetzt, dass sich in Europa das eben erst erfundene Esperanto oder aber
Mandarin schließlich als Standardsprachen durchsetzen. Nun war ich mir fast sicher, dass mich mein Freund auf den Arm nahm. »Schön, dass Sie Ihren Spaß haben«, sagte ich. »Aber inwiefern sind wir denn nun in unserem Fall weitergekommen? Mögen die unheimlichen Schwestern aus Cornwall stammen, gut, aber doch, was sagt uns das?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Holmes nachdenklich. »Noch nicht. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass es nicht gleichgültig ist.« »Aber haben die Damen überhaupt etwas mit dem erbärmlichen Zustand unseres Klienten zu tun?« fragte ich weiter. »In irgendeiner Weise dürfte das der Fall sein«, behauptete Holmes. »Haben Sie bemerkt, dass Morwenna kurz innehielt und überlegen musste, als ich mich auf Mrs. Lazelle als Leumund bezog?« »Zweifellos weiß sie, dass deren Gatte der Kollege von Inspektor Lennox ist.« »Sie spekulieren«, unterstellte ich. Holmes machte ein empörtes Gesicht. »Ich kombiniere«, korrigierte er und erhöhte schlagartig die Schrittfrequenz, so dass ich mich sputen musste, ihm zu folgen. Es wurde langsam dunkel, als wir im Bereich des Compton Place unsere Unterkunft erreichten. Das vor etwa einem Jahrzehnt errichtete, schon jetzt berühmte Grand Hotel, ausgerichtet zum Strand und von einer mondänen Gartenanlage umgeben, war das Hotel ein luxuriöser und entsprechend teurer Treffpunkt der höheren Gesellschaft, für Aristokraten, Politiker, Künstler und selbstverständlich für die Reichen und Schönen. »Um Himmels Willen«, rief ich, als ich sah, wo wir logieren sollten, »liegt dieses Hotel nicht ein wenig über unseren Verhältnissen?« Holmes lächelte und erwiderte, »Die Rechnung geht an die königliche Polizei der Grafschaft Sussex. Ich bin zuversichtlich, dass sie sich unsere Suite leisten kann.« Unverdrossen ging Holmes Richtung Eingang und steuerte dann auf die Rezeption zu. Doch bevor wir uns anmelden konnten, hörten wir von der Bar am rechten Rand der Empfangshalle eine vertraute Stimme mit deutschem Akzent rufen, »Mr. Holmes, Dr. Watson, was machen Sie hier?« Ich war erstaunt, als ich das zugehörige Gesicht erkannte. Es war der aus Rheinpreußen stammende Textilfabrikant und Sozialist Friedrich Engels, der vor einigen Jahren im Zuge eines aufregenden Falles unser Klient war. Seither waren Holmes und Engels in losem Kontakt geblieben. Der alte Herr war gewiss ein ungewöhnlicher, etwas exzentrischer Vorkämpfer der Arbeiterklasse. In der linken Hand hielt er ein Champagnerglas, mit der rechten winkte er uns an seinen Tisch, auf dem sich exquisite Meeresfrüchte, Kaviar und Austern befanden. »Bitte leisten Sie mir doch ein wenig Gesellschaft«, meinte Engels, als wir unumgänglicherweise vor ihm standen und ihn begrüßt hatten. Holmes und ich nahmen Platz, während der offenbar gut situierte Revolutionär uns zwei Gläser mit Champagner füllte. »Welch erfreulicher Zufall, dass wir einander hier treffen«, setzte Engels fort. »Was führt Sie denn nach Eastbourne?« »Es gibt keine Zufälle«, verbesserte Holmes, »und ich kann Ihnen versichern, wir sind nicht zur Erholung hierher gekommen, sondern aus beruflichen Gründen. Wir ermitteln in einem Fall.« »Und wie geht es voran?« fragte Engels fast beiläufig, bevor er eine Auster mit Zitronensaft beträufelte. »Sie müssen mir freilich keine Details erzählen, da Sie Ihren Auftraggebern gewiss zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.« Holmes winkte ab. »Ich bin Detektiv, kein Arzt«, antwortete er. »Jedenfalls kann ich so viel sagen. Einstweilen gestaltet sich die Sache ziemlich mysteriös, aber dafür ist sie natürlich umso reizvoller. Unser Klient vermutet überhaupt, dass er verhext wurde.« Engels lachte. »Verhext«, rief er amüsiert. »Womöglich hat man den armen Burschen in seiner Kindheit allzu sehr mit deutschen Volksmärchen malträtiert. Da wimmelt es nur so von bösen Hexen. Aber in der Realität, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie eine ganz andere Spur verfolgen?« »Selbstredend«,
bestätigte Holmes. »Jedoch muss ich zugeben, dass unsere Spuren bislang noch dürftig sind. Bemerkenswerterweise führen sie jedoch auf irgendeine Weise nach Cornwall. Auch wenn ich mir über die Art der Verknüpfung nicht im Klaren bin.« »Nach Cornwall«, wiederholte Engels ein wenig überrascht. »Eine durchaus interessante Gegend.« »Um genau zu sein«, ergänzte ich, »geht es wohl um die Ortschaft St. Stephen in Brannel.« »Die kenne ich«, meinte Engels, nun noch ein wenig überraschter. »Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass sie vor Ort kein Mensch so nennt. Besser einfach St. Stephens oder Cornish, Iglo Stefan.« »Sie waren schon dort?« fragte Holmes. Engels schüttelte sein Haupt. »Nein, nein, das nicht«, antwortete er. »Aber ich habe mich damit befasst. St. Stephens ist nur ein einfaches Dorf, liegt aber in einer wichtigen Bergbauregion. Viele Männer arbeiten dort in den Minen. Im Tagebau wird in Gruben weiße chinesische Tonerde, Kaolingestein produziert man, verwendet es zur Porzellanherstellung. Außerdem, und dies auch unter Tage, wird Uranium gefördert. Insbesondere in den Minen von South Terrace. Mit diesem eigenartigen Zeug kann man zum Beispiel derartiges machen.« Mit diesen Worten ergriff er die grünlich schimmernde gläserne Blumenvase, die auf dem Tisch stand. »Man kann Glas und Keramik auf überaus hübsche Weise färben.« »Faszinierend«, attestierte ich, »aber wohl übertriebener Aufwand.« »Ganz genau«, setzte Engels fort und strich sich über seinen langen Bart. »Dieser Meinung waren vor einigen Jahren auch die Bergleute der kornischen Uranminen. Es kam zu einem Streik, sie forderten höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem den Schutz ihrer Gesundheit.« »Wohl nicht ganz unberechtigt«, meinte Holmes. »Der Bergbau ist eine überaus intensive Tätigkeit.« »Nicht nur das«, entgegnete Engels. »Unter den Arbeitern der South Terrace Minen häuften sich ja seltsame Krankheiten, die medizinisch kaum zu erklären waren. Fast müsste man von einer Art Vergiftung ausgehen, die kontinuierliches Sichtum und einen schleichenden Tod hervorruft.« Ich bemerkte sofort, dass Holmes hellhörig wurde. »Und dagegen haben sich die Bergleute gewehrt?« vermutete er. »Na, selbstverständlich«, bestätigte Engels. »Sie haben sich gewerkschaftlich organisiert und traten in den Streik. Die Gruben standen still und die lokale Bevölkerung solidarisierte sich mit den Arbeitern. Die Eigentümer der Minen waren jedoch nicht bereit, auf die Forderungen ihrer Lohnsklaven einzugehen. Sie verweigerten jegliche Verhandlung. Es kam zu Ausschreitungen und Übergriffen. Schließlich schickte die Regierung ein massives Polizeiaufgebot nach St. Stephens, das aus anderen, verlässlichen Regionen Englands rekrutiert wurde, und na, dann ist die Situation endgültig eskaliert. Auf die Streikenden wurde mit scharfer Munition geschossen, es gab Dutzende Schwerverletzte, die Behörden wurden trotzdem erst Herr der Lage, als auch noch der Streikführer, der lokale Gewerkschaftsvorsitzende der Bergleute, sein Name ist mir leider entfallen, einem Mordanschlag zum Opfer fiel. Ein Verbrechen, für das niemand zur Verantwortung gezogen wurde, aber das ist nun einmal das wahre Gesicht bürgerlich-kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung.« Holmes hatte aufmerksam zugehört, nickte mehrmals und verfiel in ein stummes Nachdenken, das Engels und ich nicht zu stören wagten. Schließlich meinte er: »Ich muss Ihnen danken, Mr. Engels. Sie haben unseren Fall so gut wie gelöst.« »Er hat was?« fragte ich erstaunt, eine Gefühlslage, mit der ich nicht alleine war. Denn Engels lächelte zwar zufrieden, stellte jedoch fest: »Es freut mich, das zu hören, auch wenn ich mir keinen Reim drauf machen kann.« »Ich erkläre es Ihnen später«, erwiderte Holmes, während er sich von seinem Stuhl erhob. »Jetzt muss ich ein Bibliotheksarchiv aufsuchen und dann mit Inspektor LaSalle sprechen.« »LaSalle? Ha, welch unglücklicher Name«, warf Engels ein. Ich wollte ebenfalls aufstehen, um Holmes zu begleiten, doch dieser legte mir die Hand beschwerend auf die Schulter. »Bleiben Sie nur, Watson«,
sagte er nachdrücklich. »Ich erledige das alleine. Probieren Sie doch den gefüllten Tintenfisch, falls es Ihre Magenbeschwerden wieder zulassen.« Und damit verschwand Holmes für einige Zeit, während Engels für uns noch eine Flasche Champagner bestellte. Es kam, wie es kommen musste. Holmes ließ sich stundenlang nicht mehr blicken und ich verbrachte den gesamten Abend als unfreiwilliger Gesellschafter unseres sozialistischen Lebemanns. Und obgleich sich Friedrich Engels natürlich schon im Rentenalter befand, so hatte ich die deutsche Trinkfestigkeit wieder einmal gründlich unterschätzt. Erst nach Mitternacht, nachdem ich ein Übermaß an französischem Sekt und Cognac, anderen Spirituosen, Meeresfrüchten und dialektischem Materialismus intus hatte, wurde ich endlich von meinen Pflichten entbunden und auf unser Zimmer entlassen. Trotz reduzierter Nüchternheit, oder vielleicht auch gerade deswegen, war ich tief beeindruckt von der verschwenderischen Größe und luxuriösen Ausstattung der Suite, die für Holmes und mich gebucht worden war. Allerdings im negativen Sinn. Mit dem Geld, das in diesem Hotel steckte und das hier regelmäßig und achtlos den jeweiligen Besitzer wechselte, hätte man allen Bergleuten des Vereinigten Königreiches eine ordentliche Gesundheitsversorgung finanzieren können. Mit sozialrevolutionären Gedanken dieser Art, die Engels wohl während des Abends geschickt gesät hatte, fiel ich auf das Bett und schlief alsbald ein. Am nächsten Morgen wurde ich unsanft geweckt. »Watson, haben Sie etwa in Ihrem Gewand geschlafen?« hallte Holmes' Stimme durch die weiten Räumlichkeiten. In Wirklichkeit stand er freilich direkt neben dem Bett und rüttelte auch schon an meiner linken Schulter. »Guten Morgen«, verkündete er, als ich blinzelnd die Augen öffnete. Ich richtete mich mühsam auf und erwiderte, »Wenn das ein guter Morgen ist.« »Das kann man wohl sagen«, rief Holmes mit übertriebenem Enthusiasmus. »Es wird Sie interessieren, dass ich unseren Fall vollständig gelöst habe. Machen Sie sich frisch, wir müssen los.« »Oh, später«, murmelte ich und ließ mich wieder auf das Bett fallen. »Mein lieber Watson«, erhob Holmes mahnend die Stimme, »offenbar kann man Sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Haben Sie schon wieder getrunken?« »Nein, ich meine, ja«, stammelte ich, »aber das war nicht so, wie Sie denken.« Holmes schüttelte den Kopf. »Sie als Arzt sollten eigentlich einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol vorleben«, erklärte er. »Schließlich handelt es sich um ein Rausch- und Suchtmittel. Damit muss man vorsichtig sein.« »Das kommt ja aus berufenem Mund«, erwiderte ich. »Außerdem war es Mr. Engels, der eine Getränkebestellung nach der anderen aufgab. Haben Sie schon mal deutsches Bier getrunken?« »Und Sie waren wohl das hilflose Opfer«, meinte Holmes. »Ehrlich, Watson, Ihnen fällt nichts Besseres ein, als sich auf einen alten Mann auszureden. Aber lassen wir das, wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie haben doch nicht vergessen, dass unser Klient im Sterben liegt?« Ich schüttelte entschieden den Kopf, obwohl es mir dröhnende Schmerzen bereitete. Holmes hatte absolut recht. Es war meine Pflicht, als Mediziner und als Ermittler keine weitere Verzögerung zuzulassen. Mit einem Schwung erhob ich mich, richtete meine Kleidung, soweit das möglich war, und sagte entschlossen, »Dann gehen wir. Aber wohin eigentlich?« »Wir müssen zurück in die Seaside Road, zu den Penrith-Schwestern«, antwortete Holmes. »Ich werde Ihnen unterwegs über alles Bericht erstatten.« Bereits wenige Minuten später waren wir auf der Straße. Holmes hatte wohl die ganze Nacht nicht geschlafen, war aber nichtsdestotrotz putzmunter. Ich hingegen plagte mich mit Kopfschmerzen und Übelkeit. Auch äußerlich machte ich bestimmt nicht gerade den besten Eindruck. Dennoch bemühte ich mich um seriöse Mitarbeit. »Nun, sagen Sie schon«, forderte ich meinen Freund ungeduldig auf, »was haben Sie gestern noch herausgefunden? Es hat wohl etwas mit dem Bergarbeiterstreik in Cornwall zu tun, nicht wahr?« »Ganz recht«, bestätigte Holmes. »Ich habe damalige Zeitungsberichte durchforstet und darin den Namen des ermordeten Gewerkschaftsführers entdeckt.
wobei sich meine Vermutung natürlich bestätigte. Er lautete Davith Pentreath. Pentreath, wiederholte ich. Es könnte sich um den Vater der drei Schwestern handeln. Holmes nickte. Davon gehe ich aus. Die Damen werden es uns in Kürze bestätigen. Einen anderen Verdacht konnte ich indessen mit Hilfe von Inspektor LaSalle verifizieren, nämlich bezüglich der beruflichen Vergangenheit unseres Klienten Inspektor Lennox. Ich legte die Stirn in Falten und fragte, »Wieso? Was ist denn damit?« Lennox war Teil der Polizeitruppen, die seinerzeit nach St. Stephens verlegt wurden, um den Streik niederzuschlagen, antwortete Holmes. Unmittelbar danach haben sich seine finanziellen Verhältnisse offenbar erheblich optimiert. Verstehen Sie? Natürlich konnte ich eins und eins zusammenzählen. Zumindest die Indizien waren eindeutig, aber auch erschreckend und verstörend. »Sie meinen«, begann ich vorsichtig, »dass Lennox in Cornwall einen zusätzlichen, wohl inoffiziellen Auftrag übernommen hat, der überaus gut bezahlt war?« »Der Streik musste um jeden Preis beendet werden«, erwiderte Holmes, »mit jedem Mittel. Das letzte Mittel war der Mord an Mr. Pentreath.« »Ausgeführt von Lennox«, ergänzte ich, »was für eine teuflische Verschwörung. Und wir arbeiten auch noch für den Kerl. Man muss ihn für das Attentat zur Verantwortung ziehen.« Holmes legte den Kopf leicht schief und entgegnete, »Wie es scheint, mein lieber Watson, haben das Mr. Pentreaths Töchter bereits selbst in die Hand genommen, was zwar verständlich ist, aber dennoch ebenso ein Verbrechen.« »Ich verstehe«, meinte ich. »Sie wollen nun zuerst die Schwestern überführen und der Justiz übergeben. Aber unter welchem konkreten Vorwurf? Wegen eines Hexenfluchs gegenüber Lennox?« »Ich hege keinerlei Zweifel«, antwortete Holmes, »dass die Schwestern unseren Klienten schlichtweg vergiftet haben. Offenbar kennen sie diesbezüglich Substanzen, die in der modernen chemischen Toxikologie und Medizin keine Rolle spielen. Deshalb fanden die Ärzte weder eine Ursache noch ein Gegenmittel. Aber das spielt keine Rolle. Ich muss gestehen, ich hatte Skrupel, die jungen Waisen des ermordeten Bergmannes der Gerichtsbarkeit zuzuführen. Schließlich waren sie nur deshalb auf eigene Faust aktiv geworden, weil der Mörder ihres Vaters jahrelang unbehelligt geblieben war. Ebenso übrigens wie seine Auftraggeber. Was meines Erachtens einen gewissen Zorn und Rachebedürfnisse allemal rechtfertigte.« »Mir ist nicht ganz wohl dabei«, erklärte ich daher. »Man sollte nicht die Mädchen, die ihren Vater verloren haben, verhaften, sondern Lennox und seine Hintermänner. Letztere sind zweifellos die ruchlosen Eigentümer der fraglichen Uranminen.« Doch Holmes blieb unbeirrbar. »Wir können es uns nicht einfach aussuchen, auf wen das Strafgesetz angewendet wird«, entgegnete er. »Es gilt für alle oder für niemanden. Doch bestimmt wird das Gericht im Falle der Pentreath-Schwestern die gegebenen Milderungsumstände anerkennen und beim Strafmaß entsprechend würdigen.« Ich musste mich unweigerlich fügen, und bald erreichten wir das Pier, wo sich Holmes mit Inspektor LaSalle verabredet hatte. Gemeinsam setzten wir den Weg fort zum Haus der Pentreath-Schwestern, um die jungen Damen ganz offiziell polizeilich zu verhaften. Doch als wir in der Seaside Road ankamen, erlebten wir eine Überraschung. Die Tür stand offen und das Haus war verlassen. LaSalle entdeckte auf dem großen runden Tisch im Salon nur einen Brief, der an Holmes adressiert war, und daneben eine kleine Dose mit einem weißen Pulver. Das Schreiben lautete folgendermaßen: »Mr. Holmes, wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Ermittlungserfolg. Leider bedeutet dies, dass wir uns aus Eastbourne verabschieden müssen. Wir erwarten keine Absolution für unsere Tat,
Doch hoffen wir, dass mit dem nunmehrigen Wissen Inspektor Lennox wegen des Mordes an unserem Vater vor Gericht gestellt werden kann. Damit er dies auch erlebt und konkreten Anlass hat zu einem vollständigen Geständnis inklusive des Nennens seiner Auftraggeber, finden Sie in der Dose neben dem Brief ein Mittel, das zu seiner Gesundung führen sollte. Wir sind sicher, Sie werden nun für Gerechtigkeit sorgen und dafür bedanken wir uns. Suchen Sie nicht nach uns, denn Sie werden uns nicht finden. Für die Polizei gilt dies umso mehr. Mit besten Grüßen, Morvena, Carenza und Tryphena Pentreath. Postskriptum. Wir hoffen, Ihrem Freund Mr. Taylor geht es wieder besser. »Wer ist Mr. Taylor?« fragte LaSalle verwirrt. Holmes schüttelte den Kopf. »Das ist nicht mehr wichtig«, erwiderte er. »Die Damen sind bedauerlicherweise fort. Für immer. Allerdings haben sie uns das Mittel hinterlassen, unter dessen Anwendung sie auch keinen Mord mehr zu verantworten haben. Wir müssen diesen Teil des Falles wohl oder übel als erledigt ansehen.« LaSalle überlegte einige Sekunden, dann meinte er, »Ich stimme Ihnen zu, Mr. Holmes. Ich werde nun persönlich nach London fahren, um das Gegenmittel ins Krankenhaus zu bringen, damit Lennox geheilt wird. Und dann werde ich seine Verhaftung wegen Mordes veranlassen. Zweifellos wird er dann bereit sein, die strafrechtliche Verantwortung zu übernehmen. Auch die Mitverschwörer werden nicht davonkommen, egal was ihr gesellschaftlicher Stand ist.« Die Polizei hat in dieser Angelegenheit lange genug versagt oder sogar zur Verdunkelung beigetragen. Damit ist jetzt Schluss. Wir verabschiedeten uns von Inspektor LaSalle und kehrten zum Grand Hotel zurück. Dort fanden wir unseren Freund Engels im Blumengarten an einem reichlich gedeckten Frühstückstisch. Abermals gesellten wir uns zu ihm. »Alle Achtung, Dr. Watson!« wurde ich herzlich begrüßt. »Sie sind ja bemerkenswert robust, wenn Sie so früh schon wieder unterwegs waren. Fühlen Sie sich gut?« »Danke, man lebt«, erwiderte ich gequält und lehnte mit einer abwehrenden Handbewegung den angebotenen italienischen Sekt aus Venetien ab. »Ich nehme gerne ein Glas«, sagte Holmes, dem man nun doch den mangelnden Schlaf ansah. »Und?« »Haben Sie Ihre Hexen erwischt?« fragte Engels, während er Holmes den verlangten Sekt reichte. »Leider nein«, erklärte ich. »Sie haben Ihren Besen bestiegen und sind davongeflogen.« Engels lachte. »Immerhin ersparen wir uns nun die Errichtung eines Scheiterhaufens in Eastbourne«, scherzte er. »Es ist so ein schöner Ort. Sie müssen wissen, ich verbringe nicht nur viel Zeit hier, sondern ich plane auch meine Beisetzung ganz in der Nähe.« »Ihre Beisetzung?« wiederholte Holmes und zog die rechte Augenbraue nach oben. »Oh, natürlich, so etwas muss man rechtzeitig planen«, erläuterte Engels ungerührt. »Mein Freund Marx hat, wie Sie ja unzweifelhaft wissen, sein Grab am Londoner Highgate-Friedhof. Dieses wird dort von seinen Anhängern angebetet, von seinen Feinden verflucht und von den Tauben beschmutzt. Das brauche ich nicht. Meine sterblichen Überreste werden eingeäschert und in einer Urne hier direkt vor Beachy Head im Meer versenkt. So gefällt es mir. Ich hoffe doch sehr, meine Herren, dass Sie der Zeremonie beiwohnen werden, wenn es soweit ist.« Holmes nahm einen Schluck aus seinem Sektglas und lächelte. »Mein lieber Engels«, erwiderte er, »vielmehr hoffe ich, dass Watson und ich, wenn es soweit ist, bereits so alt und klapprig sein werden, dass uns eine Teilnahme nicht mehr möglich sein wird.« Engels lachte auf. »Danke, sehr freundlich«, meinte er, und beinahe hatte ich den Eindruck, er würde sich eine Träne aus dem linken Auge wischen. »Aber zurück zu Ihrem Fall«, setzte er dann fort. »Haben Sie denn sonst nichts erreicht? Ich dachte, er wäre so gut wie gelöst.« »Das ist er auch«, bestätigte Holmes. »Und Sie haben uns dabei sehr geholfen. Es wird Sie freuen zu hören, dass wir den Mörder des Streikführers von St. Stephens ermitteln konnten. Allerdings ist es für uns doch etwas ungewöhnlich, dass es am Ende unser Klient und Auftraggeber ist, der verhaftet werden muss.« »Ich verstehe«,
meinte Engels, der tatsächlich ein wenig Genugtuung erkennen ließ. »Ja doch, was ist nun mit den Hexen?« »Nun, vielmehr handelt es sich um die Töchter des ermordeten Minenarbeiters«, antwortete Holmes. »Wie Watson schon ein wenig blumig angedeutet hat, sind sie entkommen, bevor sie von der Polizei verhaftet werden konnten. Ihr Giftanschlag auf den Mörder ihres Vaters bleibt wohl folgenlos.« »Mich als Mediziner«, warf ich ein, »hätte aber durchaus noch interessiert, womit die Schwestern Inspektor Lennox vergiftet haben. Schließlich konnten es die Ärzte nicht herausfinden.« Holmes zögerte einen Moment. Dann erklärte er, »Es war wohl kein kornisches Naturmittel im eigentlichen Sinn, sondern passenderweise irgendeine chemische Verbindung auf Urangrundlage. Der Wirkungsprozess ist mir als Chemiker jedoch gänzlich unklar, wie ich gestehen muss.« »Da kann ich vielleicht ein wenig weiterhelfen«, meinte Engels. »In jüngster Zeit werden im Bereich der Chemie und Physik natürliche Zerfallsprozesse gewisser Elemente erforscht. Uran dürfte unter bestimmten Umständen an der Luft irgendeine Art von Reaktion durchlaufen und sodann schädliche, ja, zersetzende Wirkung entfalten. Fast erscheint es so, als würde die Luft unmerklich verpestet, als würden bestimmte Uranverbindungen ein unsichtbares Toxin ausstrahlen, womöglich in Form von Wellenteilchen. Eine direkte Einnahme in den Körperkreislauf erscheint noch weniger ratsam. Wir können das wissenschaftlich noch nicht erklären, aber es wird daran gearbeitet. Von den Herren Becquerel und Curie in Frankreich und von Herrn Röntgen in Deutschland. Es wird noch dauern, aber man wird sehen, welche Erkenntnisse schließlich zutage kommen.« Es war erstaunlich, wie genau der alte Engels gegenwärtige wissenschaftliche Forschungen beobachtete. Etwas anderes erstaunte mich aber noch viel mehr, und dies betraf Holmes. »Sagen Sie, Holmes«, begann ich misstrauisch, »woher wissen Sie, dass es sich bei dem verwendeten Gift um eine Uranverbindung handelte? Es gab doch gar keine Gelegenheit, dies zu untersuchen. Tatsächlich gibt es nur 3 Personen, die darüber Bescheid wissen, und die sind bekanntlich in der Nacht auf heute verschwunden.« »Ach, ich habe nur ein bisschen spekuliert«, behauptete mein Freund abwiegelnd. »Spekuliert?« wiederholte ich ungehalten. »Nein, mein Lieber, Sie neigen nicht zur Spekulation. Das widerspreche gänzlich Ihrer wissenschaftlichen Methodik.« »Wie Sie meinen«, erwiderte Holmes und versuchte dabei, Gelassenheit auszustrahlen. »Und wenn wir schon dabei sind«, setzte ich nach, »ich hätte dann noch eine weitere Frage. Zunächst, woher wussten die Penrith-Schwestern von ihrer bevorstehenden Verhaftung, so dass sie rechtzeitig verschwinden konnten?« »Sie werden es wohl geahnt haben«, antwortete Holmes. »Schließlich haben sie ein Verbrechen begangen.« »Und weshalb haben sie einen Brief hinterlassen, der an Sherlock Holmes adressiert war?« ergänzte ich. »Die 3 Damen wussten doch gar nicht, dass sie hier in Eastbourne sind und im Lennox-Fall ermitteln. Unser einziger Kontakt mit den Schwestern war inkognito, also Mr. Deacon und Mr. Taylor, die eine gewöhnliche Kundschaft waren.« »Vielleicht haben sie mich erkannt«, vermutete Holmes. »Sie wissen ja, Watson, gelegentlich findet sich mein markantes Gesicht in den Zeitungen.« »Dann will ich geradeaus fragen«, entgegnete ich und deutete mit dem rechten Zeigefinger direkt auf Holmes. »Warum sind Sie gestern Abend alleine losgezogen? Wo waren Sie in der Nacht auf heute? Der Besuch in der Bibliothek und das Gespräch mit Inspektor Lazell können kaum so lange gedauert haben. Sie haben doch nicht noch andere involvierte Personen besucht, oder?« »Ist das etwa ein Verhör?« erwiderte Holmes. »Was wollen Sie mir unterstellen, teurer Freund?« »Sie waren es«, rief ich. »Sie haben die Penrith-Schwestern vor der Verhaftung gewarnt.« Holmes schüttelte den Kopf und behauptete seelenruhig, »Mein lieber Watson, das ist pure Spekulation.« Im nächsten Moment begann Engels lauthals zu lachen, und ich konnte nicht anders, als mit einzustimmen. Holmes hingegen blieb
bei seiner Unschuldsmiene.